Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim. Naja, eine Folge kann ich ruhig noch aufnehmen. Es ist immer noch die Nacht auf Neujahr. Und irgendwie fängt er wieder an zu spielen? Oder geht er? Sven, der Sven. Wir wollten herausfinden heute erstmal, was ist da zwischen Sven und Camilla? Und welche Rolle spielt der Elf? Wer ist denn überhaupt Camilla? Das müssen wir erstmal rausfinden. Wer ist denn diese ominöse Camilla? Wir müssen leider jetzt erstmal alle Frauen stalken, die es hier gibt. Irgendwer hat doch bestimmt hier eine hübsche Tochter. Hier, das ist besser nicht, Camilla. Glaubt ihr wirklich, dass ich eines Tages ein Schmied werden kann, Papa? So gut wie Eol und Graumähne? Oder vielleicht sogar so gut wie ihr? Oh, ich weiß was. Arbeitet weiter so fleißig wie bisher. Und ihr könntet der größte Schmied werden, den Himmelsrand je gesehen hat. Danke, Papa. Ah, okay. Er ist aber nicht Camilla. Da ist unser Freund, der hinterhältige Elf. Du bist nicht Camilla, oder? Das ist Hilde. Okay, Hilde. Sven in Hildes Haus. Sven und Hilde? Okay. Ganz kurz. Ich sagt, dass ich zu nett zu Fremden bin. Ja. Aber hier scheint in Ordnung zu sein. Nein, ich bin eigentlich ein Arsch. So, für Plate. Das macht nur das. Bandanas können wir machen, das ist ganz toll. Bandana als Helm. Leather Strips können wir noch machen. Fur Plate. Gerbgestell. Aber wo mache ich denn die Mütze? Wir hatten ja hier noch die Mütze, die wir machen müssen. Wäre das eventuell hier? Ich bin ja dann damals einfach abgehauen, ne? Also, das war noch ganz am Anfang, weil ich wollte mich hier nicht... Hier ist sie doch, die Furkapuze. Zwei Furplate brauchen wir dafür. Dann machen wir die Quest auch nochmal schnell. Die haben wir nämlich letztes Mal gelassen, weil ich nicht genau wusste, wie ich das herstelle. Jo. Einmal. Nochmal. Und ich freue mich schon, wenn er mich gleich verdonnert, noch irgendwas herzustellen. Wir holen gerade nur mal ganz kurz was nach. Dann war das doch hier irgendwo. So, da ist die Fellkapuze. Müsste eigentlich richtig sein, ne? Ich hoffe, das ist die richtige. Hey. Was auch immer ihr benötigt. Bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Sag mal, war das nicht das? Ich stelle einen Pelzhelm her. Aber ist das kein Pelzhelm, den wir gerade gemacht haben? Oder muss der auf Deutsch Pelzhelm heißen? Weil dann haben wir nämlich ein Problem. Dann macht mir hier die Übersetzung leider gerade einen Strich durch die Rechnung. Oder ist das nur eine Pelzkapuze und kein Pelzhelm? Okay, das ist aber denkbar komisch hier alles. Helmet. Bis zum nächsten Mal. Ist das hier vielleicht eine Pelzkapuze? Nee, ne? Aged Hide Helmet, Leather Strips. Leather Strips, wahrscheinlich so ein... Oh, es ist doch ein Lederhelm, oder? Lederhelm. Also ich kann mal versuchen, so einen Lederhelm herzustellen. Ich habe jetzt so einen Pelzhelm hergestellt. Oder Pelzkapuze in dem Fall. Pelzumhang. Aber das sieht halt so aus, als wäre das Richtige. Eyepatch. Ja, vielleicht mal nicht. Ich frage mich, was wir ihm wohl herstellen sollten. Also da werde ich vielleicht doch mal gucken müssen. Weil das mit der Übersetzung gerade so ein bisschen blöd ist, dass einige Sachen dann, naja, wie gesagt, halt in Englisch ist, ne? Sind. Das ist leider ein bisschen doof. Okay, Lederstrips. Ich mache Lederstrips. 4 Stück. Dann können wir den anderen Helm mal ausprobieren. Vielleicht ist es ja das Richtige. So, Leather Helmet. Warte mal, das ist ja nur Leather Helmet. Den Hide Helmet, den würde ich gerne herstellen. Der ist es aber auch nicht, ne? Ach, das ist doch der Pelzhelm. Aber Hide ist Pelz? Braucht ihr eine neue Klinge? Nee, hier. Wenn ihr so weitermacht, sollte ich euch als Assistenten einstellen. Verbessern wir die Passform. Nehmt dieses Leder mit zu dem Arbeitstisch dort drüben. Härte, einen Pelzhelm. Ich habe wahrscheinlich beim ersten Mal nicht richtig zugehört. So, den hier. Auswählen.
Achso, fein herstellt. So. Gut, abgeschlossen. Dann haben wir das auch gemacht, mein Freund. Was auch immer ihr benötigt. Hier. Ihr habt Talent. Übt nur fleißig, dann werdet ihr eines Tages ein guter Schmied sein. Behaltet doch den Dolch und den Helm. Vielleicht denkt ihr dann an mich, wenn ihr Himmelsschmiedenstahl macht, hm? Ehrlich gesagt, nö, ich würde die bald wieder verkaufen. Auf Wiedersehen. Tschüss. So, das habe ich nochmal kurz nebenbei gemacht. Jetzt suchen wir gerade Camilla. Wer ist Camilla? Ach, der Hund ist ja süß. Ach, das ist schon... Das ist schon süß. Wo geht's denn hier hin? Camilla! Camilla! Carmen, Riverwood Trailer hier oben, okay. Wo ist denn... Okay, das wird aber ein bisschen schwierig, die zu finden, ne? Ich weiß ja auch nicht, wer sie ist. Ich weiß nicht, wo sie wohnt. Hod und Gerdur? Hodur und Gerdur. Du bist nicht Camilla. Hoffe ich immer. Ihr seid neu hier, also schone ich euch noch. Aber verscherzt es euch nicht mit mir. Okay, ja gut, da muss ich vorsichtig sein. Nett, dass er uns verschont. Da bin ich ehrlich gesagt relativ happy drüber. Wer ist denn Camilla? Da oben sind noch Leute irgendwie. Mal gucken, kommen wir da hin. Olga? Ihr braucht etwas. Elena. Huch. Na, hallo. Hi. Einen guten Tag wünsche ich. Grüß Gott. Würdet ihr mit einem Schwert in der Hand sterben? Ja, vielleicht erstmal, wie wär's mit gar nicht sterben vorerst? Schicker Außenposten, hier waren wir noch gar nicht. Wir kamen nicht dazu, weil wir damals fortgejagt wurden. Aber immer noch ist es wunderschön. Hakan und Olga. Sehr international hier alles. Natürlich. Wie konnte ich denn... Kann es sein, dass dieser Baum vorher gar nicht da war und hier war eigentlich Wiese? Und deswegen grasen die da gemütlich im Baum? Also einige Fehler werden natürlich hier und da noch auftreten. Ich hoffe, das wisst ihr. Ich weiß, bei Skyrim eigentlich undenkbar, generell bei Bethesda Games undenkbar, dass Bugs auftreten. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. So, wenn ich Camilla nicht gleich treffe, dann entscheide ich einfach selber. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, wo ich suchen soll. Hier ist die Kneipe wieder. Jetzt wird's dunkel. Man sollte meinen, abends, wenn es dunkel ist, gehen alle in die Kneipe. Da ist ein Frauenzimmer. Wartet. Gerdur. Das ist nur ein kleines Dorf, aber wir arbeiten hart und halten zusammen. Das ist schön. Bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Ach, Gerdur, wenn du mir nur verraten könntest, wo Camilla ist, die Chance... Ich bin die Eigentümerin der Sägemühle und zahle gut. Wendet euch an meinen Mann Hort, falls ihr arbeitet. Sägemühle, ihr Mann ist da oben. Haben die vielleicht noch eine Tochter eventuell? Nehme ich mal mit. Ich hoffe, das wächst nach. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, sie chillt hier ihre Nuggets. Das ist gut. Das ist die beste Arbeitseinstellung. Der Mann ist hier oben am Rabotten. Haben die beiden Kinder? Vielleicht eine bezaubernde Tochter namens Camilla. Offenbar nicht so wirklich. Ich gucke mir jetzt die ganze Zeit nur das schöne Dorf an. Offenbar, ich habe das Gefühl, ich mache keine großen Erfolge. Hat die gerade Spider-Man gesummt? Die summt Spider-Man. Einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na, was wollt ihr denn tun, hä? Sagt doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Oh, ein Kunde. Es tut mir leid, dass ihr das mit anhören musstet. Kein Problem. Hey, Camilla, warte mal kurz. Vielleicht könntet ihr meinen dickköpfigen Bruder zur Vernunft bringen. Also, Fendal hat mich gebeten, euch diesen Brief zu geben und zu sagen, er sei von Sven. Bitteschön. Was hat er? Ja. Wovon redet ihr da? Dieser eifersüchtige Idiot. Hat er gedacht, er könnte mich so manipulieren, dass ich Sven nie wiedersehen will? Mhm. Danke, dass ihr mir die Wahrheit gesagt habt. Ihr solltet mit Sven reden.
Sicher möchte auch er euch danken, dass ihr seinen Namen verteidigt habt. Sehr gerne. Was denn? Ihr seid nicht von hier. Mm-mm. Da sind wir schon zu zweit. Huch. Ah, die hat meinen Arsch ausgecheckt. Alles klar. Das ist okay. Lucan. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier einkaufen. Ja, aber was ist denn passiert? Ich habe das Gespräch gerade belauscht. Ja, es gab eine Art Einbruch. Nein. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold in Form einer Drachenklaue. Ach. Upsi. Haben wir die zufällig, nachdem ich aus dem Dorf mit Schimpf und Schande verjagt wurde, haben wir die Drachenklaue also zufällig? Ja gut, dann meint ihr diese Klaue? Ihr habt sie gefunden. Das ist sie. Seltsam. Sieht kleiner aus, als ich dachte. Ach. Komisch, nicht? Ich werde sie zurücklegen, wo sie hingehört. Das vergesse ich euch nie. Ihr habt mir und meiner Schwester einen großen Dienst erwiesen. Sehr, sehr gern. So, abgeschlossen. Stehlen. 500 Gold ist sie wert. Okay, wir haben Septime. Wir haben 400 Septime bekommen, das ist okay. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Sehr gern. Das Flusswald-Handelskontor ist wieder das, was es einmal war. Ja, nur dank dieses Fußes. Alles klar. Was verkaufst du denn hier? Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Dann ist es also Ramsch. Okay, gut. Speltum zeigt den Weg zum gegenwärtigen Ziel. Kostet 152. Gönnen wir uns mal ein Zauberbüchlein. Ein Bestiarium über Hexenraben. Gewicht 1. Gegrillter Lauch. Hört sich an wie eine Beleidigung auf Social Media. Elchhaut. Und nicht Elchpelz übrigens, sondern Elchhaut. Nur mal so gesagt. Zauberbuch. Eichenhaut. Kastes Arme, okay. Leichter Schutz und Raserei. Die Zauberbücher würde ich einfach schon mal mitnehmen. Redekunst verbessert auf 21. Hab doch gar nichts gemacht. Stahlschwert, Ziegenhorn. Ansonsten, Tränke brauchen wir keine. Ich glaube, das reicht für uns, ne? Schwarze Roben, Pipapo, eine Tunika. Die Tunika-Oase, ansonsten haben wir nichts. Okay. Prima. Also gut. Dankeschön. So, ganz kurz mal eben lernen, was wir gerade gekauft haben. Ist das jetzt hier bei den Schriftrollen? Nein, das sind nur Schriftrollen. Ist das hier bei den generellen Büchern? Das wäre ein bisschen... Ja, tatsächlich. So, Hellsehen. Eichenhaut, leichter Schutz und Raserei. Haben wir einfach schon mal gelernt. Das finde ich sehr gut. Ja, dann auf Wiedersehen, mein guter Mann. Auf Wiedersehen. Jetzt müssen wir noch zu Sven. Dann haben wir das Rätsel um die Liebelei aufgelöst. Der Elf wird uns natürlich verachten. Aber ganz ehrlich, jetzt sehe ich Camilla überall. Ganz ehrlich, was für eine miese Aktion war das denn? Das ist schon ziemlich... Also da muss man schon... Puh. So, mein Guter, bevor ihr rumklimpert. Feendal glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer wieder erklärt habe. Wie sieht's mit einem Schluck zu trinken? Ich glaube nicht, dass Camilla weiterhin ihre Zeit mit Feendal verbringen wird. Das wollte ich hören. Gut gemacht. Ich finde, ihr habt etwas Gold von meinen Trinkgeldern in der Taverne verdient. Das ist sehr lieb. Ich danke euch. Folgt mir. Ich brauche eure Hilfe. Nö. Ich gehe dann mal wieder. Kann man Baden mitnehmen, damit die einen ständig besingen? Eine gute Sache, da ist Camilla schon wieder. Ich habe das Gefühl, durch diese Mod, die ich installiert habe... Nee, der Wein... Ach, guck mal, ist immer noch stehlen. Okay. Gerade eben stehlen von Chest. Okay, ich dachte, dass ich jetzt Kleinigkeiten vielleicht einfach so mitnehmen kann, weil gerade eben sah es so aus, dass es reden. Nur Camilla, alles gut, ich will gar nichts. Embry. Und da ist der Lucan. Und Hoth. Habt ihr hier in Flusswald was zu erledigen? Hä? Es gibt schlimmere Dörfer. Wenn ich das Gesicht so sehe, ist der Name Programm. Oh, er singt wieder. Ah, er singt nicht. Er lässt nur seine Weise erklingen. Ich hab eine Katzennase. Und sieh aus wie der Osterhase.
Ich schnuffel gern im Sitzen. Und Hoppeln bringt mich ins Schwitzen. Okay, gut, Entschuldigung. Kenne das Lied nicht. Da fehlt der Beat einfach. Huch! Lassie? Ich hab grad gehört. So, jetzt würde ich gerne wissen, was der Elf zu sagen hat. Der müsste jetzt ganz schön pissig sein. Ich glaube nicht, dass er noch arbeitet um diese Stunde. Er geht aber auch nicht ins Gasthaus. Huch, hallo Shader, was ist da los? Herr Elf. Ich weiß aber auch nicht, wo der wohnt. Wahrscheinlich hier drin. Huch. Mora Tapinella, keine Ahnung, was das ist. Wenn ich es mitnehmen kann, nehme ich es mit. Okay, ich sollte vielleicht mal ein bisschen schlafen. Okay, der Mond steht tief. Vielleicht. Oh, der ganze Kohl ist vom Wagen gefallen. Jetzt könnte ich ihn theoretisch mitnehmen. Vielleicht. Weißt du was? Vielleicht miete ich mir einfach nochmal ein Zimmer. Ich miete mir einfach nochmal ein Zimmer, dann gehe ich schlafen, dann gehe ich zum Elf, dann haben wir das auch erledigt. Und wie man bereits bemerkt, ich mache auf jeden Fall Never Skyrim, wir machen Speedrun. Oder an Himmelsrands standhafte Beschützer, das Kaiservolk. Oh, ich glaube, das Lied kennen wir schon, ne? Auf die Jugend, auf unsere Zeit. Ja, das kennen wir schon. Sind bald schon Hallo? Ich würde mir gerne ein Zimmer mieten, aber... Es ist weder Sven noch Feen dagegen verfair, dass ihr ständig mit ihren Gefühlen spielt. Es ist schlimm genug, dass mein Bruder auf mir herumhackt, dass ich einen wählen soll. Fangt ihr nicht auch noch an? Ich meine doch nur, dass ihr euch einen aussuchen und bei ihm bleiben solltet. Was auch immer ihr benötigt. Bei ist mir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Ach, halt doch mal die Klappe jetzt. Wie sieht's mit einem Schluck zu trinken aus, Hart? Gerne, aber ich hätte gerne eher ein Zimmer. Oh, hier, ich gebe euch einen aus. Habt ihr Bier oder mehr? Alto Wein. Ah ja, Met, schön. Endlich mal Met. Endlich mal was Vernünftiges hier. So, hier, ich gebe euch einen aus. Habt ihr Bier oder Met? So, ja, hier. Ja, ja. Eisen oder Stahl ist es, was ihr braucht. Überlasst dieses eitle Elfenzeug den Elfen. Boah, der Alvor, ne? Der geht mir voll auf den Sack. Camilla, kann ich bei euch ein Zimmer mieten hier? Nee, ne? Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Aber lasst das nicht Sven hören, natürlich. Okay, das hier ist ein fremdes Bett. Ich sollte da nicht schlafen, ne? Bett fremd. Aber ich kann mir gerade auch kein Zimmer mieten, weil offenbar... Truhe leer. Ich glaube, die Eigentümer der Gaststätte sind irgendwie gerade abspenstig. Kann das sein? Ich hoffe, ich habe nicht unsichtbar gemordet. Das wäre ärgerlich. Wie zum Beispiel hier Wandteppiche und dieses komische Ding. Das geht manchmal nicht zusammen. So, ich könnte stehlen, aber dann bin ich hier gleich wieder nicht mehr gern gesehen. Ich weiß nicht genau warum. Hier können wir Septime stehlen. Ich stehle hier gar nichts mehr. Ich fasse hier nichts mehr an. Ich würde wahnsinnig gern Zimmer mieten, aber wenn das nicht geht, dann schlafe ich draußen. Wahrscheinlich machen die gerade Urlaub. Man vertraut sich hier ja soweit. Ich setze mich dann mal hier in den... Das ist der Hund, der schläft. Ich setze mich hier an den Rand. Es ist 21, fast 22 Uhr, also würde ich sagen, wir schlafen mal 10 Stunden. Ah, so einfach hier. Na toll. Should be safe to say hello. Achso, ich darf hier also wieder Hallo sagen. Oh, windig und Gewitter. Und die Lichter flackern. Gibt wahrscheinlich Stromschwierigkeiten gerade. Aber auch bei dem Wetter. Alter Schwede, was kommt denn da runter? Heilige. Auch bei dem Wetter muss natürlich gearbeitet werden. Und wenn das heißt, einfach nur im Zaun stehen und entspannen. Das ist nicht gut. Kann ich eigentlich selber benutzen Holzstapel?
Oh, ich kann auch mithelfen. Und einmal rüber. So. Ich helfe da einfach mal mit. Vielleicht können wir damit ja Stärke üben, wenn wir die ganze Zeit die Holzscheite hochheben. Bei dem Wetter, ganz ehrlich, ich möchte bei dem Wetter gar nicht wegziehen. Ich möchte gar nicht auf Reisen gehen bei dem Wetter. Dann bleibe ich lieber hier, schlage meine Zelte auf und arbeite so lange. So. Oh, eine Gans. Plump. Wo ist denn der Kollege 11? Das ist sie, glaube ich, wieder, ne? Ja, das ist Gerdur. Die packt auch selber mit an, das finde ich gut. Das ist, glaube ich, ihr Mann. Gut. So, was ist denn mit ihr? Mit ihr haben wir auch noch nicht geredet, ne? Mit Hilde. Doch, ich sage euch, ich habe einen Drachen gesehen. Ich habe auch einen Drachen gesehen. Alles gut. Grämt euch nicht, gute Frau. Grämt euch nicht. So. Ja, bei dem Wetter das Beste, was man machen kann. Einfach im Regen lehnen. Ganz kurz, der Elf. Wird er nochmal zu sehen sein? Kriegen wir den nochmal vor die Flinte hier irgendwo? Wer ist das denn? Sonst gehe ich gleich einfach. Erstmal Sigrid. Fremde sehen wir hier im Flusswald nicht oft. Auch selten, dass Damen sich ein gutes Make-up anlegen. Oh, hier ist der Friedhof, glaube ich. Wenn sie gerade auf dem Feld zugange sind. Offene Särge auf dem Friedhof. Will ich den durchsuchen? Ne, ich nehme mal nichts. Aus der Totenruhe nehme ich mir mal nichts. So, sehr viele Grabsteine hier, aber Blümchen pflück ich mal. Kleines Todesblöckchen nehmen wir mit. Kleines Todesblöckchen. La, 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 la. Ah, jetzt sind wir hier oben, alles klar. Ich verstehe. Komm ich hier raus? Guten Tag. Sonst machen wir das mit dem Elfen ein bisschen später, wenn ich ihn jetzt nicht finde. Die Leute zu suchen ist auf Dauer immer so ein bisschen lästig. Und ich hoffe, der Regen kriegt sie gleich wieder ein. Dann reisen wir gleich mal und geben das andere Ding ab. Wenn der Elf da jetzt nicht irgendwo ist. Der Mann ist bei der Arbeit und Elf ist nicht da, dann würde ich gleich aber weiterreisen. So hat es ja keinen Wert. Es kann natürlich sein, dass der uns jetzt hasst und angreifen wird. Alles ist hier möglich, habe ich das Gefühl. Und das finde ich auch gut so. Seid ihr der Elf? Ja. Ihr wollt mit mir reden? Nach allem, was ihr getan habt? Tja, schade. Also gut. Das geht wohl nicht. Na gut. Alles klar, dann würde ich mich auf die Socken machen. Und düse mal ein bisschen weiter. In die Pilze fahren wir auch noch. Zack. Oh. La da 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 da. Das Küken! Wer hat das Küken getötet? Hast du das Küken getötet? Das süße Küken! Das süße Kükchen hier, guck mal, ganz klein noch. Ich wusste nicht mal, dass es hier Küken gibt. Oh, Gänsebrust, lecker. Das süße Küken. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es hier keinen Wolf gibt. So, ich gehe den Weg, weil ich hoffe, dass wir unterwegs besseres Wetter kriegen. Und wir müssen da noch irgendwo was abgeben. Deswegen eile ich mal hier entlang.
Was ist denn hier passiert? Hängemoos. Was ist denn hier? Wer bringt die denn einfach um? Die können doch nicht einfach alle tot sein. Ich bin erschüttert. Ich fand das immer so schön, wenn der da rumlief. Mal gucken, was mit dem Wolf hier oben ist. Ist der auch tot? Wer kann das... Also, wer kann das gewesen sein? Ziehen hier Leute? Also, ziehen hier NPCs rum? Jäger oder so? Wie zum Beispiel er da? Speicher mal vorher, man weiß ja nie. Hey da! Hey da, guter Mann! Ich bin auf einer Pilgerreise zum Schrein von Azura, der Göttin der Dämmerung. Wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet... Ich entschuldige euch. Wo ist dieser Schrein? In den Bergen, im Nordosten. Ich markiere es auf eurer Karte. Ah, hab Dank. Vielen Dank, dann besuchen wir den Schrein später auch mal. War der Wolf nicht immer hier? Hat uns hier fröhlich mit leuchtenden Lefzen entgegengeschaut. Okay, da komme ich gar nicht hin. Da nichts wie durch den Regen. Ach, ärgerlich. Das Wetter ist natürlich eine Katastrophe. So. Ich gucke extra auf den Boden, weil ich hier quasi gerade mit angezogenen Schultern rumlaufe. Den Kopf gesenkt, damit mir der ganze Regen nicht ins Gesicht klatscht ständig. Ei, der Fluss hat auch Fahrt aufgenommen gerade bei dem Regen. Eieieiei. Dann lass mal kurz gucken, wo müssen wir denn hin? Das war hier irgendwo. Ich muss die Quest vielleicht nochmal aktivieren. Verschiedenes. So, erkunde die Bardenakademie, finde Amrins Familienschwert, bringe einen Mammutstoßzahn, stiehl das argonische Bier, töte den Banditen. Ich hoffe, das kann ich mir alles später noch merken. Sprich mit dem Anführer der Gefährten, schließe dem Aufstand der Sturmmäntel an. Wir haben noch nicht mal richtig angefangen, habe ich das Gefühl. Da hinten in die Drachenfeste. Ach so, nee, ich möchte da zu Fuß hin. Zielort festlegen. Kann ich nicht machen, ne? Nee. Da will er mal schnell... Ach, hier, Markierung setzen. Da müssen wir hin, etwa. Ah, Regen hat aufgehört, sehr gut. Weil wir da noch nicht waren, glaube ich, möchte ich da zu Fuß hin. Wer hat da bloß die Tiere geschlachtet? Wer nur wer? So. Malerisch. Schön mit den Schmetterlingen hier, ne? Hallo, huch. Ups, zwei Schmetterlingsflügel hinzugefügt. Chloe! Ups, Chloe, nein, Chloe, was ist los? Wir fangen also Schmetterlinge und reißen denen die Flügel aus. Ist das was wir tun? Ist alles für Alchemie wahrscheinlich, ne? Hof der Kampfgeborenen. Hier wohnen die also, die Kampfgeborenen. Sehr schön, sehr schick. Sehr ausladend. Und da kommen wir gerade nicht rein. Ich bräuchte mal eine Mod, mit der das Gras weiter nach hinten geht. Da hinten erscheint es gerade und auch die Bäume werden weiter hinten angezeigt. Was ist denn hier los? Hallo? Ist hier irgendwas? Cooler. Der sieht irgendwie süß aus und irgendwie mit seinem Anzug irgendwie lächerlich. Schnappt sie euch! Tötet sie! Wen denn? Durchsuchen, Stahlpfeil und Wolfspilz. Cool. Danke euch! Sehr gut gemacht, Jungs. Sehr, sehr gut.
Okay, nicht unbedingt sehr zielsicher, wie es aussieht. Dem Hund voll einfach so einen Pfeil in den Kopf gejagt. Okay, das war nur ein ganz kleiner Wolf. Ein junger Wolf. Okay, ich traue mich nicht anzugreifen, weil ich habe Angst, wenn ich einen Hund treffe, dass ich dann auf den Sack kriege. Okay, noch ein junger Wolf. Offenbar ein ganzer Wurf. Und der wird jetzt schön, sehr schön hübsch dezimiert hier. So, da ist noch ein Füchschen, aber das kriegen die nicht. Okay, wo müssen wir hin? Da ist noch was Böses, offenbar. Oh, wir müssen doch da rein. Okay, gut. Huch. Ich bin ein bisschen erschrocken. Kommt hier einfach so eine Ziege entlang gesprungen? Lalalam, da-da-dam, da-da-dam-dam-dam-dam. So, mal schauen. Kann es sein, dass das Spiel ein bisschen süchtig macht? Hab mal eine Frage, weil ich sollte eigentlich gerade gar nicht aufnehmen. Und irgendwie sitze ich aber trotzdem schon wieder. Kampfmusik. Oh. Wachturm von Weißlauf. Ruhig, Braun. Leg dich erstmal hin, hm? Gut, ich weiß nicht, ob es das war. Kleiner Wolfspelz. Daraus kann man später eine schicke Mütze machen. Ich höre immer noch Kampfmusik. Moin. Morgen. Hallo. Guten Tag. Haben Sie jetzt wirklich noch einen toten Wolf gesehen? Ah, hier. Ach, ein Bandit sogar. Oh, schön. Aber da brauche ich wirklich gar nichts von. Na gut. Dankeschön. Tschüss. Wollte nur hilfreich sein. Das kann gleich. Jetzt sah gerade so aus. Na gut, dann wollen wir mal gucken, dass wir da oben ins Schlössland reinkommen. Dann geben wir das andere Ding ab. Und dann kümmern wir uns wieder hier bei unserem Skyrim 2020 Speedrun. Klappt bisher sehr gut. Toll. Wirklich toll. Da hinten ist noch ein Wölfchen. Und noch mehr Wachen. Offenbar sind Wölfe hier nicht gern gesehen. Bin mir nicht ganz sicher. Das ist keine Wache, oder? Okay, der Wolf hat mich erwischt. Okay. Das ist... Was war das? Wow. Okay, gut. Das hat gut funktioniert. Unser erster... War das... Ist das unser erster Tod? Ich glaube ja, ne? Gut, da muss man seine Umgebung im Auge behalten. Offenbar neben dem Wolf und den beiden Totenbeschwörern. Ah. Oh, na gut. Ich hatte so schöne Wolfspelze. Skyrim ist gerade abgeschmiert. Also haben wir auch das geschafft zum ersten Mal. Cool. Ich weiß gar nicht, in welcher Folge wir sind, aber wir haben es geschafft. Schön. Ja, dann, gut, dann würde ich sagen, gehabt euch wohl und dann bis zur nächsten Folge. Ja, auf bald. Tschüss.